Привіт, мене звуть Яна, мені 26 років, і я вивчаю юриспруденцію. Hallo, ich heiße Jana, ich bin 26 und ich studiere Jura. Ich habe schon in der Ukraine studiert, ich habe einen Abschluss Master in Rechtswissenschaften in der Ukraine und habe auch ein Jahr dort gearbeitet. Aber dann habe ich mich entschieden, dass ich noch mal gerne studieren würde und da ich schon Deutsch konnte, habe ich mich entschieden, nach Deutschland zu gehen und hier Jura noch mal zu studieren. Ich wollte eigentlich am Meer studieren und es gibt nicht so viele Universitäten in Deutschland am Meer, wo man Jura studieren kann. Und in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nur Greifswald, wo man grundsätzlich Jura studieren kann. So, deswegen bin ich eigentlich hier. Greifswald ist eine kleine Stadt und es war mir zuerst ganz schwierig daran zu gewöhnen, weil ich aus einer Großstadt komme und auch in Berlin gewohnt habe. Aber mittlerweile bin ich schon daran gewöhnt und das ist die Stadt der kurzen Wege. Das ist fürs Studium besonders wichtig, weil wir hier nicht so viel Zeit brauchen, um in die Uni zu kommen oder in die Bibliothek und man spart diese Zeit und dann kann man in der Zeit halt mehr lernen zum Beispiel. Ich mag die Fakultät hier besonders sehr, weil das eine relativ kleine Fakultät ist und im Vergleich zu anderen deutschen Jurafakultäten. Und man kriegt hier besonders viel Feedback. Wir sitzen nicht so viele Leute in Vorlesungen, man kann immer nach der Vorlesung die Professoren fragen. Ich als eine Ausländerin habe besonders viele Fragen und ich habe auch richtig viele Tipps von Professoren bekommen, worauf ich besonders achten muss, was in einer größeren Universität vielleicht nicht so möglich wäre, weil da mehr Leute studieren. Ich möchte in der Zukunft in einer internationalen Kanzlei arbeiten, wo ich die Kenntnisse von beiden Rechtsordnungen anwenden könnte und dazu auch die Fremdsprachen. Oder alternativ möchte ich in einer NGO arbeiten, wo zum Beispiel an einem Projekt. Ich habe im Sommer ein Praktikum bei ICEM gemacht. ICEM ist ein Institut, das auch ganz eng mit Greifswalder Universität zusammenarbeitet. Es wurde von einem Professor aus unserer Uni gegründet. Und ICEM bietet auch eine Möglichkeit für unsere Studierende, da ein Praktikum zu machen. Und ich habe da an zwei Projekten teilgenommen. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe auf Englisch, auf Deutsch dort gearbeitet und auch die Recherchen zu verschiedenen Rechtsordnungen gemacht. Zum Beispiel habe ich auch sehr viel über die lettische Gesetzgebung recherchiert. Ich mache Sport und die Uni übrigens bietet auch ganz viele Möglichkeiten für verschiedene Sportkurse. Ich nehme jedes Semester mache ich was anderes. Und außerdem habe ich vor kurzem Motorradführerschein gemacht, das ist auch mein Hobby geworden. Nachdem ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich gemerkt, wie viele Fragen ich von meinen Freunden aus der Ukraine bekomme über das Studium hier, über das Leben hier. Und ich habe gemerkt, dass ich die gleichen Sachen mehrmals erzähle. Und dann habe ich mich entschieden, ein Profil bei Instagram zu schaffen, wo ich die Bilder posten könnte und auch dazu kleine Geschichten schreiben über mein Leben hier. Und irgendwann meine deutschen Freunde beginnen sich zu beschweren, dass ich das nur auf Ukrainisch bzw. auf Russisch mache und dass sie nichts verstehen. So habe ich mich auch dafür entschieden, das in zwei Sprachen zu machen. Jetzt schreibe ich meine Texte auf Deutsch und auf Ukrainisch. Und mittlerweile bekomme ich auch viele Anfragen von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, die mich über das Studium in Deutschland bzw. in Greifswald über Jura fragen. Und wenn ich merke, dass ich auch von mehreren Leuten die gleiche Frage bekomme, versuche ich darüber auch einen kleinen Text bei Instagram zu schreiben. Als ich ganz klein war, wollte ich unbedingt den Menschen helfen, die in einem kaputten Fahrstuhl hängen geblieben sind. Ich wollte die retten. Aber später, schon in der Schule, wollte ich eine Dolmetscherin werden. Naja, es wird viel in der Uni darüber erzählt, dass man an allen drei Klausuren teilnehmen muss. Wir schreiben pro Schein drei Klausuren, man muss eine von drei bestehen. Und darüber wird viel gesprochen, aber das ist mein Tipp, weil man vor allem als Ausländer, wenn man daran teilnimmt, dann übt man nicht nur, also man bringt nicht nur die Kenntnisse aufs Papier, sondern man übt auch die Sprache und man kriegt auch ein Feedback. In meinen ersten Semestern habe ich auch einige Dozenten
gebeten, mir grammatische Fehler zum Beispiel zu korrigieren, damit ich dann auch mein Deutsch verbessern könnte. Und da wir auch nicht so viele in Greifswald sind, einige haben das tatsächlich gemacht.